Hallo Leute, hereinspaziert zu den Neu- und Gratis-Games, der Sendung, in der ich euch zeige, was es in der vergangenen Woche an Highlights gab, was es nächste Woche Neues gibt und was ihr an diesem Wochenende kostenlos spielen könnt. Los geht's wie immer mit einem Blick zurück, denn das hier sind die Highlights der letzten 7 Tage. Bereits vorletzte Woche erschien mit Keim der Hoffnung der neueste DLC für Anno 1800, der damit auch die 4. Season eingeleitet hat. Dieses Mal konzentriert sich das Add-on ganz auf die neue Welt. Neben neuen Inhalten für das Spiel bietet Keim der Hoffnung auch ein komplett neues spannendes Szenario abseits des Endlosspiels, um das eigene weit fortgeschrittene Endlosspiel nämlich zu erweitern. Dafür ist der DLC nicht so gut geeignet. Wer allerdings Lust auf einen neuen Durchgang hat, wird sich den Einstieg in die neue Welt mit vielen einzigartigen Mechaniken etwas erleichtern können. Nach 1,5 Jahren hat Teardown diese Woche den Early Access verlassen und liefert damit ein Musterbeispiel, wie man zusammen mit den Fans ein Spiel entwickelt. Denn jetzt hat das mit Spielerlob überschüttete Grundspiel auch eine vollständige Story-Kampagne sowie nochmal mehr Details auf den abwechslungsreichen Maps. Außerdem hat das kleine Entwicklerteam die Zerstörungsphysik im pixeligen Abriss-Raubzug-Simulator nochmals verbessert. Das kleine Echtzeitstrategiespiel War Pips hat diese Woche den Early Access verlassen und dazu auch nochmal jede Menge neue Einheiten, eine finale Insel, Balanceanpassungen und einen Endgegner bekommen. In War Pips schickt ihr automatisch kämpfende Truppen in Richtung der feindlichen Basis und müsst sowohl das Timing der Entsendung als auch die Truppenzusammenstellung genauestens beachten, um euch einen Vorteil zu verschaffen, denn die Miniaturgefechte können ganz schön hitzig werden. Während der Early Access Phase hat der Entwickler viel Feedback der ersten Spieler umgesetzt und das ohnehin schon sehr unterhaltsame Spiel in einen echten Zeitfresser verwandelt. Ja, die große AAA-Blockbuster-Release-Saison, die ist jetzt erstmal vorbei. In den nächsten Wochen werden es eher kleine Spiele sein, aber vielleicht ist da für euch ja der ein oder andere Indie-Darling dabei. Das hier sind die Releases für die nächste Woche. Auch die nächste Videospielwoche startet wieder erst am Dienstag und zwar mit The Serpent Rogue, das am 26. April für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheint. In diesem Action-Adventure erkunden wir eine mittelalterliche Fantasy-Welt und üben uns in der Kunst der Alchemie. Wir suchen nach Zutaten, brauen Tränke, experimentieren und lernen schließlich Bestien zu zähmen und uns gar selbst in eine zu verwandeln. Nach einigen Verschiebungen verlässt das Rundentaktikspiel King Arthur Knight's Tale nächste Woche endlich den Early Access auf Steam. Zum Release gibt's 3 weitere Story-Akte und neue Endgame-Inhalte. Anders als frühere Spiele der King Arthur-Serie, in denen ihr ganze Armeen unter eurem Kommando hattet, orientiert sich Knight's Tale übrigens eher an den XCOM-Spielen, in denen ihr mit kleinen Trupps kämpft. Galactic Civilization 4 verlässt am 26. April ebenfalls den Early Access, allerdings im Epic Game Store. Wie bereits in den Vorgängern und wie der Name nahelegt, ist es unsere Aufgabe, eine junge Zivilisation im Weltraum zu einer neuen Heimat zu führen, sie aufzubauen und zu einem großartigen Imperium zu machen. Daneben müssen wir sie außerdem in rundenstrategischen Kämpfen gegen Feinde verteidigen. Für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia gibt es Zombie Army 4 ja schon seit 2020. Auch alle Inhalte aus dem Season Pass sind dort inzwischen längst veröffentlicht. Höchste Zeit also, den Koop-Shooter auch noch auf die Switch zu bringen, wo ihr vom Start weg auch gleich alle DLCs bekommt. Die Conan Exiles-Macher von Funcom haben sich die Dune-Lizenz geschnappt und arbeiten jetzt nicht nur selbst an einem neuen Spiel im Arrakis-Universum, sie lassen als Publisher auch das 4X-Strategiespiel Dune Spice Wars entwickeln, und zwar vom Northgard-Studio Shiro Games. Spice Wars setzt neben Kämpfen auch auf die Möglichkeit, Politik und Wirtschaft zu beeinflussen, um die Herrschaft über den Wüstenplaneten zu erringen. Ursprünglich erschien The Stanley Parable vor fast 10 Jahren im Oktober 2013 und hat seitdem auf Steam über 30.000 positive Bewertungen erhalten. Am 27. April erscheint nun die erweiterte Ultra Deluxe Version für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Es handelt sich um einen verrückten Walking-Simulator, in dem eine mysteriöse Erzählstimme jeden Schritt begleitet, den wir durch das verlassene Bürogebäude tun. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, könnt ihr vom Original auf Steam eine kostenlose Demo ausprobieren. Die Ultra Deluxe Version bietet dem Original gegenüber zahlreiche neue Inhalte, neue Entscheidungen und neue Geheimnisse.
Die Closed Beta von Prehistoric Kingdom läuft schon seit einigen Monaten. Nächste Woche startet auch endlich die Early Access Phase für die Zoosimulation. Ähnlich wie in Jurassic World Evolution zieht ihr hier Gehege für jede Menge ausgestorbene Tiere hoch, wobei sich Prehistoric Kingdom dabei nicht nur auf Dinos beschränkt und euch auch sonst mehr Optionen bei der Gestaltung eurer Parkanlage bieten will als die Konkurrenz von Frontier Developments. Ob die Entwickler dieses Ziel jedoch erreichen können, muss sich erst noch zeigen. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Early Access, denn auch Rogue Legacy 2 verlässt den am 28. April nach knapp 1,5 Jahren. Es handelt sich um ein klassisches Roguelike, in dem wir unsere Spielfigur durch immer neue Level führen. Jedes Mal, wenn diese stirbt, übernimmt eines unserer Kinder die Aufgabe. Die können ganz verschiedene Eigenschaften und Schwächen haben. Mit Kapital Sparks of Revolution gibt es ab dem 28. April auch wieder neues Futter für Strategiefans. Dieses Mal geht's dazu ins Europa mitten während der industriellen Revolution. Das Land steckt in einer politischen Krise und als Bürgermeister der Hauptstadt müssen wir versuchen, den Zusammenbruch zu verhindern. Zwischen Städtebau und Wirtschaftssimulation gibt es also eine Menge moralischer Entscheidungen zu treffen. Für 10 Euro bekommt ihr ab dem 28. April drei neue Zivilisationen für die Definitive Edition von Age of Empires 2. Die Dynasties of India Erweiterung lässt euch die Geschicke von Bengalen, Draviden und Gurjara steuern und für jede Fraktion gibt es neben neuen Einheiten und Gebäuden auch gleich noch jeweils eine voll vertonte Kampagne. Nur wenige Tage nach dem Release auf der Switch kommt das Remake des Spielhallenklassikers House of the Dead auch für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia raus und läuft dort hoffentlich auch etwas flüssiger als auf der Nintendo-Konsole, wo es leider noch ein paar störende Ruckler gibt. Der zweite Teil der Rail-Shooter-Serie soll übrigens auch noch ein Remake bekommen. Jurassic World Evolution 2 hat es ja bislang leider nicht auf die Switch geschafft und auch Prehistoric Kingdom ist bislang nicht für die Nintendo-Konsole angekündigt. Doch mit Parkasaurus könnt ihr jetzt trotzdem riesige Dino-Freizeitparks auf der Switch hochziehen, auch wenn ihr hier auf einen realistischen Grafikstil verzichten müsst und dafür eine kunterbunte Low-Polygon-Optik bekommt. Das Berliner Indie-Studio Tucana Interactive hat mit seinem Debütspiel Dorfromantik nicht nur beim Deutschen Computerspielpreis abgeräumt, sondern auch schon in der Early Access Phase viel internationale Aufmerksamkeit bekommen und natürlich jede Menge begeisterter Steam-Reviews. Jetzt steht das Ende der Steam-Testphase an, das Team hat aber auch schon angekündigt, Dorfromantik weiterhin mit neuen Features versorgen zu wollen. Am 28. April erscheint auch Kaiju Wars auf Steam. In diesem rundenbasierten 2D-Strategiespiel starten wir dem Feind scheinbar hoffnungslos unterlegen. Also bleibt uns nichts, als verzweifelte Methoden anzuwenden, zum Beispiel Panzer und Kampfflugzeuge in den sicheren Tod zu schicken, während sich experimentelle Superwaffen, die Kaiju hinter der Front auf ihren Einsatz vorbereiten. Über 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release bekommt der Squad-Shooter Deadly Dozen nochmal eine zweite Chance, denn das Remake Deadly Dozen Reloaded bringt das ursprünglich 2001 veröffentlichte Spiel mit komplett neuer Grafik und verbesserter Steuerung zurück. Dabei könnt ihr euer Squad aus 12 Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenstellen und im Zweiten Weltkrieg hinter feindlichen Linien gefährliche Missionen erfüllen. Und zu guter Letzt erscheint am 29. April Nintendo Switch Sports. Seinerzeit war Nintendo Wii Sports eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, vielleicht ist das aber auch darauf zurückzuführen, dass es als Beigabe bei der Wii dabei war. Nun kehrt das Konzept auf die Switch zurück, mit beliebten Modi wie Tennis, Volleyball und Bowling. Und jetzt kommen wir zu den kostenlosen Spielen am Wochenende. Da haben wir diesmal wieder vieles mit dabei. Vor allem MMO-Freunde dürften dieses Wochenende und in den Wochen danach jede Menge kostenloses Spielefutter bekommen. Und hier sind sie, die kostenlosen Games. Im Epic Game Store gibt's auch diese Woche wieder zwei Spiele geschenkt. Das erste ist Amnesia Rebirth, die 2020 erschienene Fortsetzung zum Horror-Hit Amnesia. Horrorfans kommen hier voll auf ihre Kosten auf einer erschütternden Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung. Wer allerdings nicht so gerne zittert, kann die Geschichte im Abenteuermodus auch ohne Gruselfaktor entdecken. Das zweite Spiel ist Riverbond, ein witziges Voxel-Koop-Abenteuer für bis zu 4 Spielerinnen und Spieler. Gemeinsam begeben wir uns auf eine heldenhafte Reise, kämpfen gegen furchtbare Feinde, die nicht weniger putzig sind als wir selbst, und schlagen uns durch verschiedene Missionen. Beide Spiele können bis zum 28. April in die Bibliothek übernommen werden und bleiben euch dort erhalten.
Seit dem 13.04. und noch bis zum 26. April könnt ihr The Elder Scrolls Online inklusive des Add-ons Morrowind kostenlos ausprobieren. Euren erspielten Fortschritt könnt ihr dabei behalten, falls ihr euch entscheidet, das Spiel zu kaufen. Das MMORPG im Elder Scrolls-Universum bietet dabei nicht nur für MMO-Fans eine umfangreiche Story mit verschiedenen Spezies und Klassen, sondern auch ein spannendes Abenteuer für alle, die lieber ganz alleine spielen. Der Herr der Ringe Online feiert sein 15-jähriges Bestehen und Geschenke gibt's natürlich vor allem für die Spielerinnen und Spieler, denn das MMORPG wird zu großen Teilen kostenlos. Das Basisspiel ist bereits seit 12 Jahren Free-to-Play. Seit dem 20. April sind nun außerdem die Hochelben, die Runenbewahrer, Hüter und Beorninger, die Minen von Moria, die Belagerung des Düsterwalds, der Aufstieg Isengards, die Reiter von Rohan und Helmsklamm gratis. Wie ihr seht, habe ich alles unter Kontrolle. Und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe der Neu- und Gratis-Games. Ich hoffe, da war für euch was dabei. Bleibt noch zu klären, was wir jetzt so spielen. Der liebe Kollege Jonas, der reist in die Vergangenheit, um einen Klassiker nachzuholen, nämlich Ni no Kuni. Das schaut der sich am Wochenende an. Und ich habe nach Monaten Elden Ring jetzt endlich mal wieder Zeit für was Neues. Ich gucke nämlich am Wochenende in Horizon Forbidden West rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so zockt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei all den Spielen, die ihr euch herausgesucht habt. Die News gibt es dann kommende Woche wieder mit der Kollegin Natascha. Bis dahin, weiterspielen.